zum Thema, um das es heute geht. Es gab vor einiger Zeit eine gemeinsame Gründungsversammlung im Schloss Pfaffendorf. Dort wurde etwas aus der Taufe gehoben, was im Grunde genommen nichts anderes ist als ein Dokumentieren dessen, um was es heute hier bei uns geht. Die enge Verzahnung zwischen Regierung und diesem Konzern. Wer wem in die Taschen arbeitet, ist eigentlich völlig egal. Es ist im Grunde genommen immer dieselbe Tasche. Skrupellose Landräuber fallen über Heimat her. Der Regierung wie Komplizen bremsen sie nicht mehr. Politiker, die werden für ihr Schweigen gut gespielt. Gesetze werden rechtsbrechend, ganz einfach ignoriert. Arbeitsplätze wird lautstark geschrien. Und man strich beim Investieren erneuerbare Energien. Kommunen sich geködert und zu sich ins Bett gelockt und die Zahl der lukrativen Aufsichtsräte aufgestockt. Perspektive, Strukturwandel, wie viel Spielgeld wohl schon floss und die Raubritter von heute ziehen ins Pfaffendorfer Schloss als Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch ein Ziel gelenkt. Ungebremst Profit zu sichern, in der Habgier unbeschränkt. Die Gewerkschaft war begeistert, da sich endlich mal am Hof hielt, hat gespurt gegen Entlassungen, nicht wirklich protestiert. Denn im Betriebsratsposten hat man zu den Managern gesagt und die Fratzen dann den Vorstand aus mancher flachen Hand. Enteignungen von Grund und Boden für die Industrie sind nicht im Gemeinwohl nutzen, nur der Plutokratie. Perspektive ist Vertreibung aus dem Haus, Hof und Grund. Ein Konzern die Macht missbraucht und das Recht kommt auf den Mund. Perspektive, Strukturwandel, wie viel Spielgeld wohl schon floss. Und die Raubritter von heute ziehen ins Pfaffendorfer Schloss. Als Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch ein Ziel gelenkt, ungebremst Profit zu sichern, in der Habgier unbeschränkt. Wer ist Kellner, wer delegiert, wer darf regieren, aus dem Hintergrund gegelt und dafür alimentiert. Das ist NRWE, Strukturhilfe, Spiel subventioniert. So geht das schon seit Jahrzehnten, auch wenn du's nicht glauben willst, Energiewirtschaft. Kommunen und Parteien eng verfilzt. Wer von Wandelphasen denn verdeckt die Kontinuität, will, dass kein Kontinuitäter auffällt, in den Blick gerät. Perspektive, Strukturwandel, wie Spielgeld wohl schon floss. Und die Laufwetter von heute ziehen ins Pfaffendorfer Schloss. Als Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch ein Ziel gelenkt, ungebremst Profit zu sichern, in der Habgier unbeschränkt. Bester Boden wird verwüstet, seit Jahrzehnten lang zerstört und gestützt aufs Bergrecht wird enteignet, was in das Land gehört. Doch auf welches Recht wird sich gestützt, macht man den Boden platt, da eine Industrielandschaft genügend Fläche hat. Fassungslos kann man erkennen, wie das Eigentumsrecht gilt, wie man die
die Verfassung aufweicht, Grundrecht auf die Alte stimmt, Perspektive, Struktur, Wandel, skrupellos am Recht vorbei, RWE auf sich, Politiker macht aus Heimat Wüstenei. Perspektive, Struktur, Wandel, wie viel Stiergeld wurde schon los, und die Haut wird davon heute.